Hallo meine Freunde, wir sind wieder beim Objekt, gerade angekommen. Schauen wir uns natürlich gleich an, ist ja logisch. Und wir sind hier gerade, der Alex ist auch wieder dabei, schließt gerade unsere Fahrräder an. Und dann sind wir hier nur an so ein bisschen, an so einem Bach. Das Wetter ist ja wirklich Bombe heute. Sehr schön. Wir sind hier die ganze Zeit schön in der Natur unterwegs. Wunderbar, das liebe ich ja sowieso. Und dann gucken wir uns gleich noch eine schöne Location an. Mal gucken, wo wir da Zugang kriegen. Ihr kennt es ja. Ja. Ich würde sagen, da ist eine Ente. Ich würde sagen, let's go. Freunde, hier sieht man es. Da werden wir jetzt gleich rinschießen. Das ist eine ehemalige Schule. Und da werden wir gleich rein. So, jetzt aber. Jetzt versuchen wir mal hier reinzukommen. Alex ist schon wieder der Vorreiter. Der guckt sich die Lage ganz genau an. Und wir sind schon wieder die ganze Zeit in der Natur. Wie ihr sagt, ich finde das geil. Ich liebe das. So muss das sein. Den ganzen Tag wieder schöne Natur. Bei bestem Wetter. I love it. Ja, haben wir ja doch noch einen Eingang gefunden. Da kann man eine Drohne ausmachen. Die piept. Drin sind wir, Freunde. Schön mit Leiter hier und extra für uns vorbereitet. Die Party-People hier. Klassenraum, erstmal Party gefeiert. So wie es aussieht. Was haben die gesoffen hier von Reudit, Josef? Wodka, Gorbatschow und Fürst Uranov. Was ist das? Hier der erste Klassenraum. Aber noch im Keller. Das für hässliche Waschbecken. Oh, da oben mit Glitzer. Schick. Niki, Nadine. Ich meine das schon her, als hier das letzte Mal einer war. Oh, das sieht man jetzt gar nicht so, das glitzert nämlich ein bisschen. Achso, das ist mit altem Glas und mit Stein und so gemacht. Sieht man da auch nochmal. Und da drüben auch nochmal. Wie so ein Auge. Bude, das ist hier also die Bude. Da geht's hoch, dann gucken wir natürlich auch noch rein. Ist auch schon wieder alles hier.
sehr freudig. Er saß mit zu mir, selber laut. Geil. Aber ich soll leise sein. Oh, alles recht feucht hier. Wasserrohrlager. Na, da wären wir jetzt nicht drauf gekommen. Ach so, das ist die Tür von außen. Okay. Irgendwelche Heizungsräume. Steht schön mit Wasser drin. Man weiß, wie tief sie darunter geht. Ach, da haben wir doch wieder was Interessantes. VEB-Strahl. Sollen wir näher rangehen? Was haben wir denn da? Baujahr 86. Beschickungsraum, Baujahr Strahl, Bratebau, Gentin. Mhm. Irgendwie mit Gips ummantelt. Werk Metron Weider DDR. Aber wenn ich denn wiederum so ein Gerät hier sehe, 97, mit dieser Produkt 97, das ist dann die aus dem Osten. Niemals. Pollux Wärmezähler. Sieht man aber auch in was anderem, das ist nicht aus dem Osten. Wenn ich diesen, Wasserzähler hier sehe, der ist auch nicht aus dem Osten. Mhm. Ja. Ich habe gerade ein Gerät mit 97 gefunden, Alex. Aber das heißt ja immer noch nicht, dass es da geschlossen wurde. Ja, weißt du, wie die Leute sind. Klar brechen die alle. Ey, unbedingt. Ich meine, für uns ist es ja gut. Können wir uns das angucken. Aber eigentlich finde ich es ja scheiße, wenn sie mal kaputt machen. Ich wollte gerade sagen, mach mal die Tür auf, aber ich sehe schon, die Scheibe ist ja nicht mehr drin. Der Eingangsbereich sieht so aus, ja. Berlin. Hier, Freunde, damit halt wisst. Berlin. Hauptstadt der DDR. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ja, wir können es ja sagen, wir sind ja gerade nicht direkt in Berlin, aber Randgebiet. Da treiben wir uns ja gerade rum. Und das ist wieder zerkloppt hier. Jungs, lass da bloß mal irgendwas, Jans. Ach, hier auch schön hier mit so einer Polsterung. Und die Türen kenne ich auch noch. Oh, und da alles kaputt hier. Was ist das hier mit dem Holz? Mhm. Frühstücksumfrage in einer Grundschule. Okay. Was ist denn das da für ein Fake-Kamin? Das macht ja auch ja keinen Sinn. Wartet mal eine Grundschule? Tja, könnte durchaus sein. Das sind schöne alten Schränke hier im Osten noch. Schön aus der DDR.
alles kaputt. Erste Hilfe ist auch nicht mehr drin. Vielleicht ist es was passiert. Na, das wird ja wohl die Küche gewesen sein. Eine Leerküche steht hier. Leerküche? Ne, guck mal, jetzt sind sie mal für keine Geräte mehr aus dem Osten. Sehr eindeutig. Eine Leerküche. Na gut. War das vorhin doch noch nicht der Haupteingang? Ich würde mir eher sagen, das ist der Haupteingang. Was war das hier? Die Küche, sagst du? Da steht aber dran hier. Nee, ist auch Leerküche. Fachraum, Leerküche. Steht hier dran. Ist das der Schülerbriefkasten? Das kenne ich doch auch irgendwo hier. Steht hier dran? Schülerzeitung. Okay. Ohne, guck mal, das ist natürlich, ja, so kann man es natürlich auch sehen. Ohne Drogen alles Kacke. Passt ja zu einer Schule. Ja. Ja, Graffiti. Aber das haben die doch. Haben die Schüler Graffiti? Ach, weiß ich nicht. So, weiter geht's. Nächste Etage. Eigentlich für hässliche Fenster. Warum leuchtet das hier so rot? Was ist denn das hier, der Erotikbereich? Ach so. Weil sie das da rot gemacht haben mit Graffiti. Alex? Alex? Wo bist du? Keine Ahnung, wo der schon wieder ist. Er ist ja mal einfach verschwunden. Was haben wir denn hier? Oh Gott. Alles voller Müll. Nee, hier möchte ich nicht rein. Ist ja alles voller Müll. Oh, die Tür wieder zu hier. Widerlich. Alles zerwichst hier, die Scheiben. Auch hier alles voller Müll. Was ist denn hier los? Wer bringt denn hier seinen Müll her? Verstehe nicht. Haben Kinder immer irgendwelche Bilder rangemalt? Was es jetzt sein soll, weiß ich auch nicht. Der Mond, Friedhof? Ein Bach? Dunkel? Ja, irgendwie sowas.
Versammlungsraum, Fachraum, Beschäftigungs- und Gruppenarbeit. Das sind das noch leckere Tier. Lecker. Und auf einige kloppt die Tür. Okay, dann müssen wir mal nach da hinten. Da kommt der Alex gerade, der war jetzt natürlich in der anderen, auf der anderen Seite, wo wir eigentlich jetzt erst hingehen wollten. Aber gut. Noch nicht aufgekloppt. Was haben wir denn hier noch? Das ist schon mal der Kopierraum. Der Kopierraum. Hier haben wir auf jeden Fall einen Klassenraum. Verbirgt sich hier hinter. Auch nur um den Raum. Der ist auch zu. Oh, hier komme ich nicht weiter. Hier. Toiletten für die Mädchen, bitte benutzen. Danke. Die Tür ist aber verkehrt rum drin. Was ist denn die Tür? Was ist denn das für ein Raum? Wartet mal für Videos? Ja klar. Da stand aber bestimmt meine Kamera, wa? Da in den Raum rein projiziert. Ja, würde ich sagen.
Ja, Freunde, waren wir schön in der Schule. Wir werden das Objekt jetzt hier aber auch verlassen und noch weiterreisen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein, Freunde.